Und damit ein herzliches Willkommen zurück in der Schule des Grauens oder die Schule der nackten Ghule. Wie man es nimmt, man sagt es falsch. Ich bin hier fertig, ich habe ja alles abgeschlossen. Wir können jetzt eigentlich gehen, zurück ins Commonwealth. Weil mehr gibt es nicht zu tun. Ich würde gerne weiterhin das Commonwealth erkunden. Und das machen wir jetzt auch. Lalalala. Es ist wieder hell draußen. Wunderbar. Da liegt was. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Das heißt, wir können noch hier entlang gehen. Dann müssen wir die Straße hier entlang. Ja, ich weiß. Ich bin ja der Chef, du nix. Wir gucken, was es hier noch zu finden gibt. Es muss hier noch mehr Sachen geben. Und ich will ja alles erkunden. Okay. Rein theoretisch müssten wir jetzt da lang gehen. Und gucken, was da ist. Wie zum Beispiel da oben. Da ist irgendwas. Aber bis jetzt muss ich sagen, sind mit den Todeskrallen sehr gut ausgewichen. Da bin ich sehr stolz auf mich. Weil ich finde, die sind eigentlich nur Munitionsverschwendung. Ratthirsche. Spielen wir jetzt Verstecken? Warum? Nur weil ich rumgucke? Da lang, ne? Jawohl, da lang. Die Bruderschaft. Was wird das? Versuch, hinter es zu kommen. Was machen die da? Hängen die jetzt fest oder was? Aber erstmal helfen die uns. Helfen wir denen, würde ich mal sagen. Landet gefälligst. Oh. Sorry, aber du hast die angegriffen. Die stählerne Bruderschaft ist in Gefahr. Das ist Steckenspiel, das kann ich auch. Ja, warte. So. Ich weiß.
Oh, ein Fusionskern. Den nehme ich gleich mal weg. Wow. Sala. Was wollte ich jetzt? Waffen, genau. Waffen. Bitte schmilz. So. Wo bin ich eigentlich? In welchem Gebäude? Will ich das wirklich erfahren? Ah, wir gehen wieder nach unten. Wusch. Wohin wollte ich jetzt eigentlich? Ich glaube, ich wollte hier irgendwo hin. So. Da die Gleise lang wollte ich. Genau. Das machen wir jetzt mal. Ist doch egal, was das war. Ich will jetzt erstmal gucken, was es hier gibt. Am Ende des Weges. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hab's einfach Mitleid mit den Tieren. Ist echt so. Ich meine, die können ja nichts dafür, dass bei ihnen ein zweiter Kopf wächst oder dass sie mutieren. Es tut mir wirklich leid um die Tiere, aber. Ah! Hey, alles in Ordnung, Nick? Oh, er hat in einem Kuscheltier geschlafen. Ja, was ist das denn da? Da wohnt doch jemand. Wir sollten uns mal anschleichen. Nein, 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 nein. Keine Todeskralle. Offenbar hat da mal jemand gelebt. Ach, kein schöner Anblick. Oh, es tut mir so leid. Ich hau ab. Tschüss, Nick. Das machst du schon. Bin sehr stolz auf dich. Da ist noch ein Lager. Da würde ich gerne hin. Ein weiterer herrlicher Tag im Commonwealth. Hallo. Ah, ein neuer Gast. Willkommen in Max Bar. Wir haben geöffnet. Bitte entschuldige das Chaos. Warum machst du hier draußen eine Bar auf? Schon seit ich klein war, wollte ich immer eine Bar haben, wo die Leute entspannen und über ihre Sorgen sprechen können. Leider sind Immobilien in den großen Siedlungen fast unbezahlbar. Also habe ich mir gedacht, warum nicht hier draußen anfangen? Also, was darf sein? Was gibt's denn hier zu kaufen? Eine große Auswahl an Spirituosen und Limonaden. Und vielleicht den einen oder anderen Snack, wenn dich der Hunger packt. Ich schau nochmal. Pfeif einfach, wenn du mich brauchst. Okay.
Und nachdem mittendrin eine Bar auf. Oh mein Gott. Wie creepy ist das denn? Oh. Hallo, was? Kinderchen. Möchtet ihr mit dem Onkel mitgehen? Hallo. Nur damit du es weißt, ich behalte dich im Auge. Ja. Hallo. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Was brauchst du? Irgendwas Fieses lebt hier in der Gegend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ernsten Schwierigkeiten kommt. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Weißt du, wo dieser Ort ist? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Danke sehr. Mach ich doch gerne. Der Weg für die Summerwool Place freimachen. Okay. Ein Traktor. Interessant. Ui, wir sind ganz nah am Meer. Wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Boah, ich habe fast die ganze Karte aufgedeckt. Mein Gott. Wenn ich bedenke, wo wir mal angefangen haben bei Folge 5 oder 6, dass wir alles hier erkundet haben. Und jetzt haben wir fast die ganze Karte hier entdeckt. Krass. Das ist echt cool. Ach ja, ich musste in der Oberlandstation noch Bescheid sagen, dass ich die Leute da aus dem Weg geräumt habe. Habe ich auch komplett vergessen. Lalalalalala. Und eines Tages muss ich mal nach Vault 111 zurück und diesen Kyro-Lato-Dings da aus der Safe holen. Oberlandstation. Hallo? Da seid ihr. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben noch mal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Hören, wie es dir geht. Also, bis dann. Ach so, du kennst sie. Gut zu wissen. Sprech mit Preston Garvey. Na gut, dann sprechen wir mal mit Preston. Auf nach Sanctuary Hills und sprechen dann mit unserem Preston Garvey. Oui. Schade, dass ich so ein Ding nicht steuern kann. Das wäre echt geil. Der hat bestimmt immer so geile Feuerkraft. So ein Ding zu steuern? Bestimmt cool. Aber bestimmt auch sehr langsam. Ne, Quatsch, der ist sehr, sehr schnell. Der hat ja vier Beine hier und bewegt sich, wie wir schon gesehen haben, sehr, sehr schnell. Presti, wo bist du? Preston. Huch, wer ist das denn? Ja? Hallo, Gammel-Carla. Hey, Carla. Du schon wieder. Willst du handeln? Ja, nein, vielleicht. Oder morgen. Ich suche eigentlich Preston. Wo ist denn der? Preston? Preston. Presswurst. Achso. Wo ist das, Preston, oder? Ich habe die Raider erledigt, die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Jawohl. Geschafft. Ach ja, ich werde wahrscheinlich demnächst mal dieses
komische Strahlen da versuchen zu untersuchen. Ich will mich jetzt mal hier ein bisschen umschauen, was es hier so gibt. So. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer ja. Das Gleiche. Du sagst es. Sehr harte Arbeit. Ich möchte eigentlich Curie nicht mitnehmen. Sie ist nur ein Heilungsroboter. Ich glaube, ich habe lange nicht mit nichts mehr gebaut. Upsala. Wie geht man der Baumodus an? Wie kann ich mal den Baumodus aktivieren? Ich habe vergessen, wie der Baumodus funktioniert. Super. Nein. Keine Ahnung, wie das mir funktioniert. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was bauen. Oder was anderes machen. Dogmeat. Mein süßes Hündchen. Warum? Ich hab alles hier aus Sanctuary Hills. Habe ich hier alles eingesammelt und verarbeitet. Aber warum ist jetzt diese Badewanne wieder respawned? Das verstehe ich nicht. Mal gucken, wie es Nick geht. Hey, schieß los. Hey, darf ich dich mal was fragen? Oh, stimmt was nicht? Stimmt was nicht? Naja, ich wollte so ziemlich dasselbe fragen. Es ist nur... All das, was dir und deiner Familie zugestoßen ist, du machst da einiges durch. Ich wollte nur sicher gehen, dass du es packst. Warum fragst du? Ich hatte gerade erst selbst mit dem Übergang zu kämpfen. Hat verdammt lange gedauert, bis ich ein Gespür für den Ort hier hatte. Gott sei Dank fand ich Diamond City. Die Stadt ist nicht perfekt, klar. Aber sie ist deutlich besser als der Rest des Commonwealth. Als ich da oben angefangen habe, hatten die Leute natürlich schon genauso viel Angst vor dem Institut wie heute. Vielleicht sogar mehr. Das CPR-Massaker belastete damals alle sehr. Und die Leute hatten noch immer schlaflose Nächte wegen der zerbrochenen Maske. Eine Menge Leute hielten mich für einen Saboteur, der den Reaktor zerstören oder das Trinkwasser vergiften will. Aber sie konnten mich natürlich nicht einfach so wegschicken. Das CPR-Massaker? Nie von gehört. Die Commonwealth-Übergangsregierung. Vor vielen Jahren versuchte eine Reihe von Siedlungen, einen Bund zu gründen. Jede Siedlung mit auch nur einem Hauch Einfluss schickte Vertreter, die Verträge aushandeln sollten. Aber das Institut schickte einen eigenen Vertreter. Einen Synth, der sämtliche anderen Vertreter bei den Gesprächen umlegte. Die Commonwealth-Übergangsregierung war Geschichte, bevor sie überhaupt gegründet wurde. Kurz darauf bin ich in die Stadt gezogen. Ich hatte echt Glück, dass die mich nicht direkt wieder weggejagt haben. Zerbrochene Maske? Das war lange, bevor ich in die Stadt zog. Aber offenbar kam eines Tages ein Herr nach Diamond City, um bei Power Noodles zu essen. Offenbar hat ihm das Essen nicht gemundet. Er zog seine Pistole und schoss auf die anderen Gäste. Als die Sicherheitskräfte ihn dann ausreichend durchlöchert hatten, stellten sie fest, dass er voller Servos und Schrauben war. Genau wie meine Wenigkeit. Hatte wohl eine Fehlfunktion. Ist durchgedreht. Damals wurde den Leuten klar, dass Synths langsam nicht mehr aussahen wie ich, sondern mehr wie sie selbst. Wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hatten, hatte ich echt Glück, dass die Leute mich überhaupt in die Stadt gelassen haben. Warum haben sie dich reingelassen? Weil ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Ein Mädel ungefähr 15. Der Augapfel des damaligen Bürgermeisters, Henry Roberts. Die junge Miss Roberts entschied sich, mit einem Karawanengehilfen durchzubrennen, den sie gerade einmal einen Abend lang kannte.
Wie sich herausstellte, gehörte der Kerl zu einer Entführerbande. Ich hatte keine Ahnung, wen ich da gerettet habe. Bin einfach auf ein weinendes Mädchen und vier Schläger gestoßen. Ich brachte sie nach Hause und der Bürgermeister bot mir Unterkunft in der Stadt an. Eine Menge Leute protestierten, nannten mich einen Spion. Aber ihm war das egal. Das Leben in der Stadt war anfangs hart. Aber ich zeige immer offen, was ich bin. Und den Leuten schien das zu imponieren. Du hast vier Schläger allein besiegt? Musste ich gar nicht. Damals wussten die Leute noch weniger über Synths als heute. Ich habe ihnen gesagt, dass ich gleich explodieren werde. Und machte... Das Schwierigste an der Rettung war, nicht laut zu lachen, als sie Hals über Kopf das Weite suchten. Ah, lustig. War es schwer, sich einzuleben? Sie haben es mir definitiv nicht einfach gemacht. Ich erledigte die Jobs, die sonst keiner wollte. Als Mädchen für alles in Diamond City holte ich mir mehr Schrammen als je zuvor da draußen in den Ruinen. Aber die Leute vergaßen wohl nie, dass ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Also kamen sie zu mir, wenn jemand vermisst wurde. Die Frau läuft mit einem Liebhaber davon und nimmt das Mietgeld mit. Geht zum Synth. Ein aufgebrachter Vater entscheidet, dass er mitten in der Nacht unbedingt mit den Kindern nach Good Neighbor ziehen muss. Hol Nick. Nach einer Weile hatte ich damit so viel zu tun, dass sie mich nicht mehr als Mädchen für alles missbrauchten. Verdammt, mir machte das sogar so viel Spaß, dass ich die ersten Monate kostenlos arbeitete. Ich war zwar noch immer Nick der Synth, aber die Leute kamen, weil sie Nick den Detektiv brauchten. Und zu diesem Zeitpunkt fing alles wieder an, sich normal anzufühlen. Irgendwann begriff ich, dass das Zuhause dort ist, wo man es sich macht. Mit ein wenig Zeit und Arbeit kann dieser Ort hier auch dein Zuhause werden. Lange Geschichte. Aber ich hoffe, sie hilft. Sollen wir dann los? Wow, danke fürs Gespräch, Nick. Ich möchte sagen, wir sehen uns morgen. Auch wenn ich in den letzten 6 Minuten jetzt nichts gemacht habe. Tut mir leid. Aber ich muss mich auch ein bisschen entspannen. Bis dahin geht, bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.